Hallöchen, liebe Freunde des Eishockeys, ich bin's wieder, euer FC Supreme und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 14 hier auf dem Kanal von Mr. Eisewurst. Und heute ist Folge 6 dran. Und nun heißt es Derby Time. Oh ja. Derby Time, ich freue mich drauf. Und wir zögern nicht lange, sondern starten das Spiel gleich. Und jetzt schaue ich, dass Wolf nicht im Tor ist, sondern Flüeler. Gut. Nein. Oh, scheiße. Weiter. Für mich ist irgendwie die Musik so leise. Egal. So. Ja, Derby Time. Auswärts in Kloten. Ja, wir sehen es hier schon. Das Alliance gegen Kloten Flies, die zwei Zürcher Teams gegeneinander. Oh ja, stimmt. Ich bin in den weißen Leibchen und Kloten in den blauen. Diese Nachmacher haben einfach die gleichen Farben, ey. Ah, je Tor, mein Schatz. Und nach dem Sieg. Oder war doch. Ja, nach dem 5:4 Sieg. Also vom letzten Spiel. Für mich war es gestern. War schon geil, ne? Ich bin irgendwie ein bisschen müde immer noch. Oder wieder. Weil ich so spät noch wach war. Aber was ist abseits? Ah, fick dich doch. Ja, ich versuche jetzt wieder ein bisschen besser zu kommentieren, wenn es geht. Ja, scheiße, ich habe dieses Bulli hier verloren. Und nun ist Claude in Angriff. Aber ein Check von Blindbacher. Shannon nun am Pack. Shannon, Pass zu Bastl, Bastl. Pass ins Nichts, in die Offensive Zone. Berchi kann den Pack nicht holen. Stoffel versucht den Check. Blindbacher legt sich hin. Flüeler, nein, das ist das 1:0 für Kloten. Nach 4 Minuten 13. Oh, scheiße. Tommy Santala schießt das 1:0 für die Kloten Flyers mit dem, ja, Abpraller. Von Flüeler konnte verwertet worden. Und es heißt es aggressiv, Nilsson am Pack. Scheiße, Nilsson hat den Pack nicht mehr. Check von McCarthy. Sieger am Pack. Sieger. Pass zu Monet. Monet, pass zu Nilsson. Nilsson, pass in die Mitte. Wollte. Ja, zumindest. Sagen wir es so. Sieger wird sich diese Scheibe holen, ja. Sieger. Noch Sieger. Noch Sieger. Pass in die Mitte zu Nilsson. Nicht geglückt, leider. McCarthy. Chappie. Geht dran. Holt sich den Pack aber nicht. Und da kommt der Schuss. So, nun der Ex-Klotner weg am Pack. Weg. Chappie. Pass zu Vic. Vic zu Chappie wieder. Vic jetzt am Pack. Aber Pack wurde ihm abgenommen. Blindbacher. Die letzte Station. Und Flüeler hat den Pack.
Gibt einen Pass zu Blindbacher. Blindbacher zu Wick. Wick. Zu Shannon. Shannon. Schuss. Und der Nachschuss von Wick. Und der ist im Tor. 1:1 nach 11 Minuten 57. Roman Wick schießt das Tor. Ja. Ja, der Scheiß. Rüegger sah da ganz alt aus. Rüegger, der eigentlich gar nicht mehr spielt, aber auch egal. Shannon. Shannon schon wieder im Angriff. Shannon. Schuss. Wollte der Abpraller noch werden. Bastl hat diesen Pack noch. Bastl. Berti holt sich diesen Pack. Pass zu Schnieder. Schnieder. Pass zu Shannon. Shannon? Okay, dieser Pass ging ins Nichts. Maurer mit dem Check. Kloten wieder im Angriff. Doch Maurer hat den Pack abgefangen. Maurer zu Traxler. Traxler zu Lechton. Lechton schießt, aber Rüegger gehält. Ein Duell hier oben. Flüeler pariert diesen Schuss sehr schön. Eine Glanzparade. So, nun ist wieder geklärt. Weg. Schieß einfach mal aufs Tor. Drängt ihn. Zu zweit. Jack von Traxler wurde fertig. Licht. Money. Und ein Pack. Wechsel. Wechsel bei Claude. Money. Kämpft sich durch irgendwie. Kam aber nicht ganz gut zum Abschluss. Das erste Drittel neigt sich dem Ende zu. Und das war's mit Drittel Nummer 1 hier in diesem Zürcher Derby. Es steht 1:1 zwischen Klotenfleiß und den ZSC Lions. Ja, das Spiel ist noch nicht entschieden, das bleibt spannend, das stimmt. Da muss ich beiden Scouts recht geben. So, das zweite Drittel hat angefangen. Ja, genau, dieser Pass kam hier so gut an. So, nun Berchi. Berchi war abseits, ja klar. Ah. Nun Cheppi am Bullypunkt. Gewinnt dieses Bulli und Nilsson gleich mit dem Schuss außer Distanz. Aber Rüegger hält diesen Pack. Blindbacher. Oh, Tor! Ein Bulli-Tor! Okay, nicht ein ganz richtiges, aber immerhin. Es steht 2:1 für ZSC Lions. 3 Minuten 30 im ersten Drittel. Schön ins untere linke Eck gepfeffert. Und Cheppi springt dort noch hoch. Cheppi verdeckt dem Torwart die Sicht. Und es steht 2:1. In diesem Derby hier. Finde ich gut. Das übrigens in der Kolpling Arena gemacht wird. Warum habe ich jetzt eigentlich eine Strafe, bitte? Das würde ich jetzt gerne wissen. Sicher für Ellenbogencheck. Für hartes Checking, okay. So, jetzt heißt die Devise, kein Tor kassieren.
schon mal aus der Abseitszone. Shen holt sich diesen Pack hier. Oh. Bertie geht schon früh stören hier. Nein! Und da haben sie das Powerplay wirklich gut ausgenutzt. Es steht 2-2 zwischen Kloten und ZSC. Die Anzeige irgendwie ist damit fail, was man auch sagen kann. Ja, und da ist das 3-2. Woo! Gleich nach dem Ausgleich schießt. Ich glaube, Nilsson war es. Ja, Robert Nilsson schießt das 2-3, doch. Ins obere linke Eck. Kaum ging es wieder los hier nach dem Bulli. Der erste Angriff gleich der Zürcher. Wieder ein Tor. So, das Bulli gewonnen. Nilsson wieder am Pack. Der Torschütze vom 3-2. Nein, und da ist das 3-3. Boah, Kacke. Was läuft hier nur ab, ey? Ist ein ausgeglichenes Spiel, muss ich schon sagen. Ich bin auch nicht sehr gut in der Verteidigung, leider. Berchi am Pack, Berchi, Berchi, Berchi. Oh, wird hier gecheckt. Ein regulärer, also ein fairer Check hier. Darum gibt es keine Strafe. McCarthy legt sich hin. Der Schuss der Klotner. Berchi, kommt er diesen Pack? Schiebt den Pack weg. Friala. Weiß nicht wohin. Schießt den Pack weg. So, zu Bastl. Bastl. Bastl dribbelt sich hier ein bisschen durch und Bastl schießt übers Tor hinaus. Stoffel wollte sich diesen Pack hier holen. Nilsson. So, Nilsson. Domingo Angriff. Mit dem Pass auf Mone, der zu weit ging. Mone hat den Pack. In den Slot zu Scheppi. Dann zu Nilsson. Tor 4-3 für ZSC. Woo! Ja, das war das Tor. Zum 4-3. Bulli hier gewonnen. Ah, Pass kam nicht bei Lechton an. Aber dafür jetzt der Check von Maurer. Pass zu Lechtonen. Pass zu Traxler. Traxler schießt, aber Schuss wurde abgeblockt. Traxler kämpft hier in den Pack. Vic auch. Vic, ah. Schlägt mit dem Stock ins Leere. Maurer. Lechton hat nun sich den Pack gekrallt. Nun der Pass zu Vic. Vic alleine. Vic schießt. Rühr gehält, aber souverän. Immer noch 4-3. Natürlich jetzt hier die Aggression immer besonders groß beim Derby. Das ist immer etwas ganz Spezielles, die Stimmung beim Derby natürlich. Muss man auch wieder wissen. Santalampack. Ey, was macht Santalampack eigentlich hier? So. Berchi passt zu Shannon. Shannon schießt an den Pfosten. Ah. So, jetzt holt sich McCarthy die Scheibe. Und passt zu Berchi. Dieser passt zu Bastl. Bastl, passt zu Shannon. Nein, komm nicht an, leider.
So, ich kläre jetzt die Situation hier noch. Ja, es steht 4 zu 3 nach dem zweiten Drittel. Boah. Puh. Spannende Angelegenheit hier. Diese Tore immer kurz nach dem nächsten Tor. Es bleibt sehr ausgeglichen, muss man sagen. Oh. Oh. So. Mein Headset nervt gerade ein bisschen. Und jetzt das Bulli für Drittel Nummer 3. Und ZSC schon wieder im Angriff. Shannon und der Schuss nur knapp am Tor vorbei. Shannon drückt, aber bekommt diesen Pass nicht. Jetzt McCarthy hinten. Kann ihn checken und kann diesen Pass aber nicht ganz abfangen. Wird das das 4 zu 4? Nein, wo ist der Pack? Flüeler. Flüeler behält ihn sicher in den Händen. Puh. Steve McCarthy, sehen wir uns mal diese kleine Zwischensequenz an. Hohoho, krasse Checks, ne? Bam! Ja, und hier eine ohne Stock. So, Blindbacher nun. So, Stoffel nun an der Scheibe. Pass zu Money. Money, pass zu... Ah, ins Nirgends. Doch, Nilsson hat diesen Pack sich geholt und schießt. Steht ja mit dem Slop für den Nachschuss. Nein, leider nicht. Blindbacher. Nilsson wollte sich in diesen Schuss legen, aber ging nicht ganz. Es will Stoffel früh stören gehen. Abseitswarnung. Flüeler nun. Boah, mit einem riskanten Pass, ey. Blindbacher hat diese Scheibe. Pass zu Bastl. Bastl, Pass zurück zu Shannon. Und Shannon drückt ab, aber kein Tor, da es auch nur Backhandschuss war. Berchi. Pass zu Bastl. Ah. McCarthy nur eine Scheibe. Bastl rückt ab. Sicht des Torwarts war verdeckt. Darum versuchte ich es jetzt mal. Bastl geht zum Drücken. Oh, McCarthy. Und, boah, kurz noch abgefangen, Sieger. Oh, ja, das wird nice geben. Ja. Aber immer noch ein recht ausgeglichenes Spiel eigentlich hier zwischen den beiden Zürcher Teams. Gloten hat jetzt 3 Checks und ich habe 18. Meine Fresse. Bin eher aggressiver irgendwie, habe ich das Gefühl. So, Draxler Pack. Draxler, zurück zu Lechton. Lechton schießt. Draxler wollte mit dem Nachschuss, wollte es schon holen. Nun Vic. Vic wird gestört, aber Vic hat den Pack immer noch. Vic, der Pass zu Draxler. Draxler schießt, aber ging am Pass vorbei. Lechton holt sich diese Scheibe. Lechton. Seger. Seger drückt ab ins Gewühle rein. Vic mit dem Nachschussversuch. Aber leider kein Tor. Vic holt sich diese Scheibe jetzt aber. Spielt sie in den Slot. Aber Lechton kommt nicht dran, da er abgeblockt wurde. So, Sheppy hat nun diese Scheibe. Sheppy kurft ein bisschen mit der Scheibe in der Zone rum. Sheppy schießt ins Gewühl rein. Aber das hat nichts gebracht. Blindbacher holt sich nun diese Scheibe hier. Jetzt gibt es einen neuen Spielaufbau. Rüber zu Nilsson sollte dieser Pass eigentlich kommen, aber der ging ins Leere.
Ist halt der beste Klotenspieler. Limbacher, Pack ist bei Sega. Nun kommt er zu Nilsson. Nilsson, ich wollte ihn eigentlich zu Scheppi spielen, aber ja. Und eine Glanzleistung, was hier wieder Flüela macht. Stocherung von Nilsson geht stören. Der Pass zu Bastl. Bastl schießt. Abgewehrt von Rüger. Und der Schuss. Nur leicht vorbei am Tor. Okay, nun wieder Kloten im Besitz. So. Ein Torhüter vom Eis. Sie haben den Torhüter vom Eis genommen. Und das ist das 5 zu 3. Ich leg mich hin. Wie geil. Ja, das war die Entscheidung. Wer hat hier das Tor noch geschossen? Dad McCarthy, ne? Ja. Steve McCarthy schießt das 5 zu 3. Und damit die Entscheidung in diesem Zürcher Derby, denke ich jetzt mal, ja, es müsste eigentlich schon so sein. Der Pass kam nicht mehr bei Basland. Jetzt darf ich einfach keine zwei Tore mehr. Sie haben den ihren Torhüter schon wieder vom Eis genommen. Stoffel hat nun den Pack. Sie haben nun einen Mann mehr für 10 Sekunden noch. Sie drücken auch recht gut eigentlich. Shannon nun am Pack. Nein, Shannon nicht mehr am Pack. Gerci. Ja, und damit ist das Spiel vorbei. Und ZSC gewinnt mit 5 zu 3 dieses Zürcher Derby auswärts in Kloten in der Koppling Arena. Ist geil. Siegesserie wieder. Einmal ein Sieg mehr. Ja, finde ich geil. Finde ich wirklich geil. So, beenden wir. Noch ein kurzer Blick auf die Tabelle und dann würde ich eigentlich auch schon bald sagen, das wäre es wieder gewesen für heute. Oh, ja, das muss jetzt raus, Leute. Gut, alles geladen, ja. Dann simuliere ich noch kurz hier, wenn sie gegen Zug spielen müssen. Hallo? Ja, Simulation anhalten. Nee, bitte nicht. Hat sich jetzt meine PS3 aufgehängt. Hallo? Hallo? Ah, ich glaube, mein NHL hat sich aufgehängt. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber irgendwie ja doch nicht. Oh, scheiße. Warte, geht das noch? Okay, das geht immerhin noch. Das heißt, es hat sich nicht meine PlayStation aufgehängt. Nee, das kann jetzt nicht wahr sein, Leute. Bitte. Oh, nein. Okay, Leute. Ich werde mal schauen, was ich jetzt hier tun kann. Aber ich würde sagen, das wäre es wieder gewesen. Mit Let's Play NHL 14 hier auf dem Kanal von Mr. Eisewurst. Wir sehen uns das nächste Mal in die Tabelle. Und ja, Leute, bis dahin noch einen schönen Tag. Und tschüss.